hier bin ich wieder. Heute ist der 13. Januar und die Artischocke hat ein paar Blätter gelassen, aber hat überlebt. Also die älteren Blätter sind irgendwie laffrig und weich geworden und abgebrochen und die Mitte, die eigentlich wichtig ist, die ist eigentlich tadellos stehen geblieben. War vielleicht auch ganz gut. Jetzt geht es hier nochmal um die Vögel heute, mal wieder. Also weil die auch schon wieder so richtig Frühlingsstimmung bekommen. Also die haben wohl auch schon Pärchen gebildet, wenn ich das hier so beobachte. Und gut, heute sind es 11 Grad. Es scheint ausnahmsweise mal die Sonne. Es müsste nur mal ein paar Tage trocken bleiben, wird es aber nicht. Das heißt, hier ist immer noch alles knatschig und nass. Und ich fütter da hinten auch die Vögel. Und da ist doch viel los. Also nicht jetzt, wenn ich da bin, da ist es eigentlich recht ruhig, aber ich habe die Wildkamera da auch mal hingestellt, um auch mal zu gucken, wer sich da alles so tummelt, sowohl unten als auch oben. Also oben, da wird ja immer von den Meisen gerade, die ja nur die Sonnenblumenkerne haben wollen, wird der Rest wird immer einfach rausgeschmissen und er landet auf dem Boden, sodass da mittlerweile auf dem Boden mehr los ist als da oben. Da geht dann alles hin. Keine Katzenangriffe oder ähnliches auf die Vögel, also die haben das hier doch ganz gut. Und auch die Vogeltränke ist nach wie vor nicht nur zum Baden, sondern auch zum Trinken kommen da die Vögel hin. Die ist auch immer noch sehr beliebt, auch im Winter. Also man kann doch hier schon sehen, auch wenn die Kamera so dasteht und nur einfach mal die Wiese sieht, was hier alles los ist. Der ganze Garten ist, wenn ich nicht da bin, ist der voller Vögel.